Und bei mir im Studio darf ich jetzt Rechtsanwältin Astrid Wagner begrüßen. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Wir sprechen über die Corona-Hilfen. Genauer gesagt erfordern Sie hier eine Prüfung. Der Justiz-Lockdown war insgesamt 2 Monate lang. Friseure hatten zu, wie auch beispielsweise die Gastronomie und natürlich auch die Fitnessstudios. Zum Anwalt konnte man aber nach wie vor gehen. Ja, es war ein sehr kurzer, zum Glück muss ich sagen, Justiz-Lockdown. Anwaltliche Beratung war aber immer zulässig, natürlich auch zur Vorbereitung von Verhandlungen. Und es ist ja bei den Anwälten speziell so, dass es ja sozusagen, wenn ein Gerichtstermin abgesagt wurde, dieser ja nicht für immer sozusagen verschwunden ist, sondern sich nach hinten verschoben hat. Ja? Das heißt, ich selbst, so wie auch viele anderen Kollegen, hatten keine Umsatzeinbußen, weil ja am Ende des Tages sozusagen die Verhandlung ja trotzdem nachgekommen ist. In Strafsachen ist es ja überhaupt so gewesen, dass es überhaupt keine Lockdown-Haftverhandlungen mussten ja abgehalten werden. Das heißt, wir gehören, muss man jetzt ganz offen jetzt einmal salopp sagen, sogar zu den Krisengewinnern, zu den Corona-Gewinnern. Also von einem Umsatzrückgang kann bei den meisten Kanzleien keine Rede sein. Nichtsdestotrotz ist einzuräumen, es ist ja durchaus denkbar, dass es hier Kanzleien gegeben hat, wo es zu Umsatzeinbußen gekommen ist, warum auch immer. Das muss halt geprüft werden. Es gibt ja diese Transparenzliste und da, wenn man schaut, scheinen doch sehr viele, also relativ viele Rechtsanwaltskanzleien auch auf. Und das wird man halt dann einfach nachprüfen müssen, wobei noch einmal, es sei hier mit Nachdruck festgehalten, dass hier wirklich niemandem etwas unterstellt wird. Es wird sicherlich seine Berechtigung haben. Nur, wie gesagt, man sagt ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es handelt sich hier doch um öffentliche Gelder. Und daher muss hier schon genau nachgeprüft werden, ob die Anspruchsgrundlagen vorhanden waren und wie viel ausbezahlt wurde. Das ist das Recht des Steuerzahlers, dies zu erfahren. Und es ist auch sehr gut, dass es diese Transparenzliste auch gibt. Es ist sehr vorbildhaft, weil man, jeder kann sich dann erkundigen, wohin das Steuergeld geflossen ist. Das heißt, Sie können eben nicht nachvollziehen, dass es hier zu Einbußen gekommen ist. Die Frage ist erlaubt, weil allgemein ist es ja ganz anders wie beim Friseur. Nicht? Da ist man ja wirklich monatelang nicht hingegangen und es werden die Haare halt nur einmal geschnitten. Nicht? Und ob die Haare jetzt 10 cm lang sind oder nur 3 cm, der Friseur hat natürlich Einbußen, genauso wie der Gastronom, der Fußpfleger, Fitnessstudios, Tanzstudios. Da ist es natürlich, liegt's auf der Hand. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man sich das anschaut, braucht man sich nicht weiter wundern, dass da enorme Umsatzeinbußen waren. Aber es gibt halt so Berufsgruppen wie eben Anwälte, Steuerberater und so weiter. Es hat Gott sei Dank nur einen kurzen Justiz-Lockdown gegeben. Es war zwar im Gespräch dann ein weiterer Lockdown, der Gott sei Dank nicht gekommen ist. Das heißt, Verhandlungen haben stattgefunden. Ab und zu ist eine entfallen, weil ein Richter erkrankt ist. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, aber auch viele andere Kollegen. Wir haben sozusagen, letztlich sind wir ungeschoren davon gekommen, wir haben aufatmen können. Es war sogar so, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war ja dieser bis Mitte Mai der Lockdown. Und dann ist es erst so richtig losgegangen. Es war ja ein heißer Sommer, ein heißer Verhandlungssommer. Man ist ja gar nicht mehr nachgekommen. Also nichts von wegen Sommerferien, sondern da ist wirklich viel Arbeit gekommen und natürlich auch Einnahmen. Das heißt, es bedarf hierzu einer Prüfung. Wie sieht diese Prüfung aus? Wie lange wird diese dauern, bis sie abgeschlossen ist? Naja, das hängt wahrscheinlich von den Kapazitäten ab, nicht? Also ich glaube, sie wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen, weil man kann dieser Liste schon entnehmen, dass da doch relativ viele Auszahlungen erfolgt sind und das wird halt entsprechend geprüft werden, muss aber meines Erachtens vordringlich, weil doch hohe Beträge geflossen sind und es ist ganz wichtig, die Transparenz zu erfahren, eben aus welchen Gründen hier Gelder geflossen sind. Aber ganz ein normaler Vorgang, wie gesagt, noch einmal, niemandem wird irgendwas unterstellt und ich glaube auch, dass es Kanzleien gegeben hat, möglicherweise im Insolvenzrecht, Wirtschaftskanzleien, wie auch immer, die tatsächlich in dieser Zeit eben Einbußen hatten. Aber man muss es halt prüfen. Dafür ist es ja auch vorgesehen, dafür gibt es ja auch diese Prüfungskommission. Nicht? Corona-Hilfen, okay, aber in welcher Höhe, von welcher Höhe sprechen wir hier?
Naja, das sind, geht in die Hunderttausende Euro natürlich dann schon, nicht? Also in der Transparenzliste scheinen ja überhaupt nur jene Beträge auf über 10.000 Euro. Ja? Mhm. Aber alles, was darüber hinaus ist, also sind schon namhafte Beträge, wo man dann nachdenklich zumindest wird. Und wie gesagt, als Steuerzahler hat man das Recht, dass das auch nachgeprüft wird. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Nach Recherchen des deutschen Juristen, nach der deutschen Juristenagentur JUWE hat die Kanzlei des Verfassungsrichters Michael Rami in den Jahren 2021 und auch 2022 insgesamt 294.147 Euro an staatlichen Corona-Hilfen bezogen. Das können Sie nicht nachvollziehen, diesen Betrag? Das kann ich nicht einmal kommentieren, weil ich ganz einfach hier nicht Bescheid weiß. Ich weiß nicht einmal über die Klientenstruktur Bescheid. Also das wird mal eben, wird sicherlich Gegenstand einer Prüfung sein. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und auch die Einschätzungen. Danke, gerne.